Hallo, willkommen bei Janni spielt. Ich spiele Serious Sam 3. Dachte mir, ich mache zur Abwechslung mal was Sinnvolles, und zwar ein Tutorial dazu, wo man zumindest im Level 1 den ganzen Goodies findet. Die Geheimverstecke mit den Pushs für Rüstungen, für Waffen, für alles Mögliche. Das geht direkt am Anfang los. Das kennen wir ja schon. Und zwar kommt jetzt hier ein großer böser Mob, dem ich ein Auge klaue. Genau. Und das Dingens werfe ich jetzt da drüben zu dem grün blinkenden. Da unten sieht man es. Und wenn ich treffe, dann kommt gleich, yay, eine Schrotflinte angesegelt. Mit der muss ich jetzt den zweiten Mob töten. Da steht's, geheime Hilfestellung. Das war also der erste Erfolg. Das nächste ist gleich hier drüben. Und zwar muss ich da mit Sprint springen. Da Sledgehammer und Parcours-Geheimnis. Das gleiche mache ich jetzt nochmal da drüben in die Richtung. Also auch Sprint, Jump. Dann stehe ich hier auf einem Absatz, der nicht da ist. Und jetzt wird es tricky, weil das schaffe ich oft nicht. Also ein beherzter, da drüben sieht man es blinken, das Gelbe. Ein beherzter Sprung. Und Danny. Vielleicht der nächste Versuch. Ich habe es hier gespeichert. Sprint. Jetzt. Hey. Gut, ich habe ein bisschen gelitten dabei. Gesundheitlich so. Aber geht noch. So, das waren die ersten drei. Sieht man auch in der Statistik. 3 von 17. Und dann gehe ich direkt zum nächsten. Von 17 nach Adam Riesen. Da ist 4. Bisschen Hüpferei auch wieder. Muss da oben auf den Absatz. Und dann von dem Absatz auf das Rohr. Irgendwie. Manchmal ein bisschen tricky. So, und von dem jetzt dahin. Und schon habe ich es. Plus Rüstung war das. Nummer 5. Gucken, oder war das schon Nummer 6? Nummer 6 war das. Okay, dann muss ich jetzt in das Haus. Das da. Da ist wieder ein bisschen Hüpferei. Glaube ich. Ja, ich muss noch ein Stockwerk höher. Hier müsste richtig sein. Und zwar auf dem Balkon. Tada. Klassisches Outfit. Da ist das nächste. Ah, da ist hinter der Mauer versteckt. Versteckt der Hof. Und ganz am Ende gibt es Rüstung. Dann muss dann hier wohl das nächste sein.
Und zwar hinter der Mauer. Versteckter Hof. Und hier drüber. Versteckter Hof. Hier liegt eine Rüstung. Die hatte ich ganz vergessen. Das war hier aber auch schon alles. Also hier in dem Hof. Links geht es hier oben weiter. Über die Dächer. Geheimnis. Und jetzt noch mal ein beherzter Sprung darüber. Hey. Hätte ich jetzt auch noch mal über die Dächer zurückgehen können, aber... Ach jo. Und zwar hier. Noch ein Geheimnis. Plus 50 Strom. Zum Gucken, da ist nämlich noch was. Nämlich hier drin. Im Innenhof. Sturmgewehr. Kommen gleich die vielen explodierenden Mobs. Da gibt es auch einen Trick. Ja, kommen sie. Man hört, es sind viele. Möchte ich mich einfach hier auf das Auto und warte, bis alle da sind. Und springen sie alle gleichzeitig in die Luft. Die nächsten. Okay, muss mal einen finden, den ich treffen kann. Ich nehme keinen Schaden dabei. Quinn, I've got a visual on the chopper. What's Alpha's status? I lost contact. In pieces. God damn it. Any survivors? Negative. It's too hot out here to hang around. I'm heading inside to find Professor Stein. Copy that. Watch your six. That place is probably full of aliens. It's about to be full of dead aliens. Noch drei. Komm zu mir. Versteckt der Triumphbogen frei. Aktiviert. Heilung nehme ich mit. Das hier ist der Triumphbogen. Da gehe ich jetzt durch. Und das Prüfungskomitee ist schon da. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Leben gelassen. Aber 17 von 17. Das war das erste Level. Das nächste ist dann innerhalb des Museums. Und das kommt dann eventuell in der nächsten Folge. Also, ich hoffe, es war hilfreich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.